Wo ist Rachel? Wo ist sie? Rachel! Was ist mit Rachel? Der Feind hat uns aufgelauert. Er hat auf uns geschossen und... Rachel! Sie ist gefallen. Ich hielt sie. Hielt sie, solange ich konnte. Rachel! Wir müssen weg. Wir sind ein leichtes Ziel. Rückzug antreten. Schnell! Da drüben. Gehen wir! Unmöglich. Langsam. Er könnte noch hier sein. Ehrlich, Colonel, die Iraker sind unser kleinstes Problem. Sie folgen uns nicht. Hier spricht Mailman 21 Actual an alle. Hört ihr mich? Over. Joey, melde dich. Over. Joey ist tot. Wovon redest du, verdammt? Die Iraker haben ihn erwischt. Er starb in meinen Armen. Oh nein, nicht Joey. Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Wir müssen uns hier einbunkern, eine Verteidigungslinie errichten und uns etwas Platz zum Atmen schaffen. Lieutenant, was meinten Sie damit, dass die Iraker unser kleinstes Problem sind? Glauben Sie an Gott? Absolut nicht. Sollten Sie aber. Wir werden angegriffen von... Ich weiß nicht was. Sie würden es mir ja doch nicht glauben. Ich war dort und glaub's auch nicht. Monster. Monster. Kommen Sie. Sie sehen Gespenster. Sir, bei allem Respekt... Lieutenant, wir stecken mit einem Iraker fest. Vielleicht mehreren. Was Sie gesehen haben wollen, das ist Mist. Die Statuen. Nick! Speicher's ab und reiß dich zusammen, verdammt! Was ist das hier? Jedenfalls nicht das Depot. Die Mission ist ein Flop. Das kriege ich hin. Der Satellit. Ich verbessere mit den Daten mal den Algorithmus. Das sind nur Kinderkrankheiten. So, und damit hallo und willkommen zurück zu House of Ashes. Ich würde sagen, wir sind erstmal wütend. Ihr Drecksatellit! Männer sind tot! Clarice ist weg, ihre... So, haben wir mal eben ganz kurz Ruhe. Hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt können wir auch mal eben kurz schnacken. Wie man hier sieht, bei Eric und Jason läuft es nicht so gut. Bei uns dafür umso besser. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich danke euch natürlich an der Stelle wie immer für eure... Ja, fürs Zusehen, für eure Daumen, für eure Kommentare. Vielen Dank dafür. Und jetzt sind wir tatsächlich auch wieder in der Region des Spiels, die wir noch nicht kennen. Das, was wir aus der Preview-Version kennen, das haben wir durch. Und jetzt gibt es tatsächlich neuen Stuff. Und den schauen wir uns jetzt mal an. So, wir müssen hier irgendwie wieder raus. Hier sehen wir den guten Eric. Ist tot, Eric! Oh. Diese Mission ist Selbstmord. Na, die Frau ist noch nicht tot. Das Kommando hab immer noch ich. Vergessen Sie Ihren Rang nicht, Lieutenant. Wir haben ja beim letzten Mal beim Kurator den Kerzenständer gesehen. Und die Flamme von Rachel ist nicht erloschen. Wir sollten weiter. Und wir haben auch nicht die Szene aus der Vorahnung gesehen, wo sie auf diese Felsspitze aufschlägt. Auf dem Stalaktit? Oder war es ein Stalagmit? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns das an. Stalaktiten wachsen... Von unten, ach, was weiß ich. Ihr wisst das sicher nicht. So, repariere den Generator. Da sind wir immer noch dabei. Und das Licht ist aus. Das ist ja ein Träumchen. Licht können wir aber anmachen an der Taschenlampe. Ist das denn wieder derselbe Raum? Das soll also Saddams Chemiewaffendepot sein. Lauft um euer Leben. Wir sind verloren. So viel zu Erics. Protegiert im thermischen Satellitensystem.
Eric muss uns ein paar schwierige Fragen beantworten. In seiner Haut will ich nicht stecken. Okay, hier liegt nichts. Da vorne brezelt der Generator. Das ist der Raum, in dem wir auch mit Rachel waren. Sehen wir mal nach. Na, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich noch aufpassen, dass wir keinen gewischt kriegen. Könnte Hilfe gebrauchen. Schon dabei. Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding. Sabotage? Scheint so. Halte Ausschau. Na, ich trau dem Teil nicht. Oh! Ah, shit! Da war, wie heißt er noch? Salim? Schluss mit dem Quatsch, beeil dich! Salim. Sieht das hier etwa noch Quatsch aus? Gute Arbeit, Sergeant. Okay. Da hinten war gerade kurz Licht an. Augen auf. Dropkick hier, Mailman 2-1 Actual. Wir gehen weiter rein. Over. Verstanden. Vorsichtig da unten. Dropkick out. Finde den Eindringling, durchsuche die Ruinen. Können wir nochmal zurück? Ich will nochmal eben gucken. Wir könnten jetzt... Nee, sind drüber gestiegen. Weil da... Blinkert doch noch was in der Ecke, oder? Oder täuscht das? Na gut, zurück können wir eh nicht, also gehen wir hier weiter. Oha. Okay, da hinten ist Licht. Immer den Kabeln auf dem Boden folgen. Hier lang. Wenn das mal gut geht. Oh, Stolperdraht, fuck it. Fuck. Sei vorsichtig. Das hätte schon gewesen sein können. Geräumt. Sieht einfach aus. Na, dann würde ich's vielleicht mal entschärfen. Nee, ich muss nur den Draht kappen. Okay. Wohl der auf Eric geschossen hat. Der Mistkerl verfolgt uns. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Hören Sie mich, over. Hier Dropkick. Wie läuft das Callcheck? Ihr Freund hat eine USB-V dagelassen. Uns geht's gut, aber halten Sie die Augen offen, falls da noch mehr Liebesbriefe sind. Over. Verstanden. Bin unterwegs, Dropkick out. Er ist unterwegs. Musstest du ihm vom Stolperdraht erzählen? Also es ist nach wie vor, finde ich, wenig Horror. Und es ist auch jetzt nicht unbedingt der Horror, den ich horrorig finde. Fand ich bei Little Hope wesentlich gruseliger. Halt dieses Geistermädchen und so finde ich persönlich gruseliger als ein paar Monster. Aber okay, wir warten mal ab. Was zu lesen? 2. April 46. Wir haben unser Team zusammengestellt. Ganz oben auf meiner Liste stand, unleserlich, Crow. Also, Crow. Die Bulldogge von Omaha Beach. Wir haben ihn in Kairo entdeckt, als er sich in einem levantinischen Club für Geld prügelte. Crow empfahl, und in Haifa haben wir meine Assistentin, die allseits wissensdurstige Aline Journeau, aufgesammelt. Warum sind denn immer die Namen unleserlich? Bestand auf der Anwesenheit ihres eigenen Ratgebers Alice von Heuten, einem Archäologen, dessen schlechter Ruf... Da unser Team jetzt vollständig ist, werden wir in den Libanon aufbrechen und von dort den Zug nach nirgendwo nehmen. Oh. Oh. 21. Oktober 1946. Crow war der Erste im Grab. Eine Ehre, die er mit Bessie, seinem verdammten Maschinengewehr, teilte. Die Waffe war ganz schön widerspenstig, aber sie schien die Fellahin beim Graben zu beruhigen. Der Ort wurde seit Jahrhunderten nicht betreten. Er ist nicht die letzte Ruhestätte von Alexander dem Großen, sondern vielmehr ein Tempel eines noch älteren Gottkönigs, nämlich des akkadischen Despoten Naram-Sin. Wir haben uns zwar geirrt, aber Lady Bradshaw bezeichnet das Grab trotzdem als ein Jahrhundertfund.
eine Entdeckung, mit der wir in die Annalen der Geschichte eingehen werden. Wenn ich mir diese ehrfurchtgebietenden Hallen so ansehe, bezweifle ich das nicht im Geringsten. So, das zweite Tagebuch gefunden. Allerdings gibt das alles auch nicht mehr Aufschluss über das, was hier passiert. Was haben wir da? Geheimnis. Eine Tontafel mit einer Art Sternenkonstellation auf ihr klebt ein Schild zum heute ist aber der Wurm drin, katalogisieren. Da hatten wir ja schon welche von, ne? Ich weiß nicht, ob das einfach nur Sammelitems sind oder ob die in irgendeiner Form noch Sinn machen. Da hinten, warte mal, da gibt's noch was. Oh, eine Vorahnung. Die nehmen wir natürlich mit. Das sah ja fast schon ein bisschen zombiös aus. Also wie gesagt, das ist, kann ich mir geben. Ich mag Horror in allen Facetten. Aber ja, der liebste Horror ist mir eigentlich der Gruselhorror und weniger dieser Splatter-Horror. Oh, pass auf, Junge. Wir haben jetzt zwei Gänge. Ja, den anderen können wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr angucken. Leise. Ist das Joey? Er lebt noch. Kann nicht sein. Wir hören ihn doch. Unmöglich. Das ist er, definitiv. Diese verdammte Höhle, Jason. Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen. Nimm's mir nicht übel. Aber du bist nicht du selbst. Wir wissen es nicht. Eine Falle. Vielleicht auch nicht. Wir lassen keinen zurück. Semper Fi. Semper Fi. Hey, erzähl mir mal jemand, was hier abgeht. Wir hörten Joey im Tunnel. Wir glauben, es war Joey. Er war es bestimmt. Wir werden ihn retten. Denken Sie daran, dass ich hier entscheide. Ich gehe vor. Ist natürlich jetzt interessant. Wir haben ja auch die Szene gesehen. Ah, ich weiß auch nicht. Nein, ich gehe vor. Wir haben ja auch die Szene gesehen, wo Kolchak mit bestimmt Rachel kämpft. Also wenn das Ding die Figuren imitieren kann, so ein bisschen wie in das Ding aus einer anderen Welt, dann hätten wir natürlich noch mal eine spannende Nuance. Ja. Und Salim himmelt immer noch da oben rum, also kann er ja auch gar nicht unten bei den anderen sein. So, damit ihr die Untertitel lesen könnt. Ich habe mich schon wieder nicht weggeschaut. Oh. Da hat noch was gezuckt. Okay. Schauen wir uns mal um. Portemonnaie. Dar? So, stecken wir mal ein. Ja. Ach, warte mal, das war das Viech, glaube ich, was er ja begraben hat unter dem Schutt. Das Ding. Bräuchte mal wieder eine Pediküre oder eine Maniküre, je nachdem, was das da ist. Vielleicht lassen wir. Nicht zu neugierig sein. Wird ihn gerne noch ein bisschen am Leben behalten. Ich glaube, weil
so von der Einführung her ist, könnte er ja durchaus auch der Gegner der, es ist er ja der Gegner der Amerikaner, nicht nur könnte. Und vielleicht ist er dann später noch das Zünglein an der Waage. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Oh, ich befürchte, wir müssen da dran rumfummeln. Es gibt hier nichts anderes. Na gut. Fast ein bisschen erschreckt. Holy fuck. Aber da oben ist ja schon wieder Sonne, also alles cool. Renn ins Licht. Kurs aktualisiert. Ich glaube, er hat jetzt gecheckt, dass Licht diese Kreatur verletzt. Salim entdeckte, dass die Kreaturen kein Sonnenlicht vertragen. Ich sag ja, Zünglein an der Waage. Deshalb springt er auch erstmal wieder ins Dunkel. Ist ja klar. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist er der Erste, der so ein Viech erlegt hat, würde ich sagen. An American. Ja, was ist schlimmer, die Amerikaner oder die Monster? Das ist hier die große Frage. War klar. Das war's. Mit den Amerikanern. Ah, er hat noch sein Feuerzeug. Das ist ja schon mal was. Ach, guck mal, das ist schon wieder so ein Ding. Dieses Loch muss für die Sonne sein, aber es fehlt irgendwas. Stein mit Loch. Aber die nehmen die Dinger ja auch nie mit, also können die ja eigentlich vielleicht im zweiten Durchgang, wenn für irgendwas gut sein, jetzt ja gerade irgendwie nicht wirklich. Mal gucken.
Gut aufpassen. Hörst du Joey noch? Hier ist Mailman 2-1 Actual. Joey, hörst du mich? Bitte komm, over. Hätte mit einer Sequenz gerechnet. Waffen prüfen. Nichts dem... Zufall überlassen. Der kann aber gar nicht mehr leben. Der war so zerlegt. Ist Joyce. Er steht schlecht um ihn. Wir müssen uns beeilen. Sie waren bei Lance Corporal Gomez, oder? Was ist denn mit ihm passiert? Er starb. Scheißegal, was das ist. Es ist verdammt nochmal nicht Joey. Nun, im Gefecht kann man sowas nicht immer einschätzen. Was soll das denn heißen? Vielleicht irren Sie sich ja, Sergeant. Ich weiß, was ich sah. Mein Gott. Hoffen wir einfach, dass er noch lebt. Wir haben heute genug verloren. Tut mir leid, Sir. Wegen Rachel. Ach, wirklich? Kolchak sagte, ihr nanntet sie die Queen Bitch. Ich aber nicht. Ich wusste es besser. Corporal Gomez ist hier Dropkick. Hören Sie mich, over? Wenn Fadi das rausbekommt, haben wir da. Wie tief ist das Scheißloch? Solche Reste habe ich im Tempel gesehen. Die sind wohl durch das Beben entstanden. Los, gehen wir weiter. Ist das Blut? Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Vorahnung. Okay, also sie treffen auf Salim. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir den Typen am Leben lassen sollten, weil er auch der Einzige ist, bisher, der gecheckt hat, dass die Dinger stimmt was nicht. Durch Tageslicht verletzt wurden. Das ist so abgefuckt. Still jetzt. Wir laufen in eine Falle. Der dunkle Gang. Ich muss Ihnen nicht Ihren Job erklären, aber... Aber Sie werden sowieso. Was? Das war nicht gut. Brauch Deckung. Boss aktualisiert. Nick hat Joeys Verbandskasten in den Tunneln gefunden. Das könnte uns noch nützlich sein. Kommen Sie. Okay. Wir kennen nun den Gegner. Augen auf. Wachsam. Vielleicht ist er nicht allein. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Bleiben wir zusammen. Nein, schneller. Joey braucht uns jetzt. Beeilen wir uns. Joey, bist du das? Das kann ich, Mann. Der war Hackfleisch. Er hat recht. Langsam weitergehen. Wenn der noch lebt, fresse ich einen Besen. Das, ja.
Ist das denn Salim oder ist das... Oh, okay, das sind mehrere. Da werden wir schön in den Hinterhalt gerannt. Granate! Und damit sind die auch voneinander getrennt. Scheiß Ura. Hier Mailman 3 an Mailman 2 1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Hier Mailman 3 an Mailman 2 1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Mailman 3 am Dropkick. Colonel, sind Sie da? Over. Oh nein. Ich bleib mal eben außerhalb des Bildes, um hier nicht zu verkacken. Okay, so. Wesen können sie getötet werden. Ein Pflock ins Herz. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Truck, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen, okay? Wir können ihn töten. Du gehst über die Flanke ran und machst ihn aufmerksam. Ich mach den Rest. Bin bereit. Dann mal los. Das wird ja nochmal richtig spannend hier. Aber es ist arg vampirig. Fällt mir gerade mal so auf. Der Flock durchs Herz, das Sonnenlicht. Oh. Aufpassen. Jetzt ist nur die Frage, ob wir ihm wirklich vertrauen können, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus.
Vampir-Power, meine Damen und Herren. Ich habe schon Schlimmes gesehen. Aber das toppt alles. Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Keine Ahnung, was sie sind. Ich will hier weg. Ich sollte bei meinem Sohn sein. Du hast recht. Familie ist alles. Ich sollte gar nicht hier sein. Er hat heute Geburtstag. Oh Mann. Du solltest echt nicht hier sein. Wie alt? Noch ein Kind, aber alt genug, sich für einen Mann zu halten. Gerade 18 geworden. Wow. Großer Tag. Großer Tag. Pass auf. Das beste Geschenk, das du ihm machen kannst, ist heute heimzukommen. Nur deshalb habe ich nicht aufgegeben. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nikkei, Sergeant. Salim Othman, Lieutenant. Iraker Armee. Shukran, Yehuya. Hier ist Mailman 21, actual an Mailman 3. Hörst du mich? Over. Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht, geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich komme zu dir. Deine Freunde machen besser nichts Dummes. Hör mal, du musst mir vertrauen. Sie tun dir nichts. Waffe runter, sofort! Richte nicht deine Waffe auf mich! Schon gut, jetzt alle mal tief durchatmen! Er ist nicht der Feind! Ich will euch nichts tun! Du machst einen schweren Fehler, Soldat! Weg mit der Waffe, sofort! Nein, erst ihr, dann ich! Waffe runter oder wir schießen! Ich sagte sofort runter mit der Waffe! Lass mich doch nicht von einem schießwütigen Ami abknallen! Okay, das reicht. Kämpfen hat keinen Sinn. Nicht mehr. Ich sollte dich ganz einfach abknallen. Das ändert aber nichts. Ich bin schon in der Hölle. Reiz mich nicht. Wir gehen zurück zum Tempel. Fessel ihn. Stellt er was an? Leg ihn um. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Vielen Dank. Mein Gott. Sie hatten recht. Shit, was ist das? Geht dir der Arsch auf Grund, heißt was? Hey, habt ihr das gemeinsam gemacht? Wir haben es gemeinsam besiegt. Nicht jetzt. Dieser Plan ist dämlich. Was immer Joey passiert ist, er ist weg. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Da treiben sich wer weiß wie viele von den Dingern rum. Wir gehen zurück zum Tempel und organisieren uns. Das ist der beste Plan des ganzen Tages. So sieht's nämlich aus, meine Freunde. Ich hätte nur das Viech liegen lassen, ganz ehrlich. Bestinkt bestimmt.